eigentlich der Digital Divide. Also die digitale Spaltung. Die digitale Spaltung, der Digital Divide, war eine Befürchtung, die ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um die Jahrtausendwende, also um 2000 herum hatten. Nämlich sie gingen davon aus, dass sich diese Gesellschaft separieren wird in diejenigen, die sich Zugang zu technischen digitalen Geräten haben werden und die über die entsprechende Infrastruktur verfügen und diejenigen, die es nicht haben. Und heute weiß man, auch wenn man gerade in Bezug auf Schülerinnen und Schüler, Heranwachsende, Kinder und Jugendliche jetzt in die Kim- und Jim-Studien des Medienpädagogischen Forschungsverbands Südwest schaut, dann stellt man fest, dass wir mehr oder weniger eine Vollausstattung haben. Sogar die Kinder, sogar die Jugendlichen sind mit technischen Geräten und entsprechend auch mit Zugängen zum Internet voll ausgestattet. Das heißt also, dieser ausstattungsbezogene und zugangsbezogene Digital Divide hat sich nicht realisiert. Das gilt natürlich nur für die westlichen Industriegesellschaften und nicht für die ärmeren Länder. Da ist es tatsächlich so, dass die digitale Spaltung immer noch ausstattungs- und zugangsbezogen ist. Beispielsweise, wenn man versucht, in einem afrikanischen Land, gerade in der Mitte von Afrika, versucht, Internetzugang zu bekommen, dann ist das schon sehr herausfordernd. Und in Bezug auf die Geräteversorgung ist es ähnlich. Aber wenn man von den westlichen Industriegesellschaften ausgeht, dann ist es tatsächlich so, dass der ausstattungsbezogene und der zugangsbezogene Digital Divide nicht eingetreten ist. Auch da mal abgesehen vom immer noch hinkenden Internet-Breitbandausbau in den ländlichen Gebieten in Deutschland. Das ist immer noch verdammt peinlich, aber auch davon mal abgesehen, so wirklich im Weitwinkel gesehen, kann man sagen, den ausstattungsbezogenen und den zugangsbezogenen Digital Divide gibt es nicht. Aber was es gibt, ist der sogenannte Second Level Digital Divide, also eine Weiterentwicklung des Digital Divide, der eben nicht von der Ausstattung und von den jeweiligen Zugängen abhängig ist, sondern von der Art, wie wir Medien nutzen. Und damit ist zum Beispiel gemeint, dass in einigen Herkunftsfamilien Medien eher informationsbezogen und in anderen eher unterhaltungsbezogen genutzt werden. Und das deutet auf einen weiteren Unterschied, auf einen eher sozialen Unterschied in der Nutzung digitaler Medien hin und ist meines Erachtens eine so der wesentlichen Begründungen dafür, warum es wichtig ist, dass wir uns in der Schule mit Medienbildung beschäftigen, um sozusagen über die Schule auch allen eine Chancengerechtigkeit zu erzeugen. Dass nämlich die Kinder und Jugendlichen, die üblicherweise in der Familie eher einen unterhaltungsbezogenen Medieneinsatz kennengelernt haben, auch ein Kontrastprogramm dazu bekommen, nämlich dass man digitale Medien als Arbeitsgerät, als Informationsgerät einsetzen kann und dass entsprechend auch der kritische Umgang mit dem Medium, aber auch mit dem Unterhaltungsgerät wichtig ist. Und damit ist der Second Level Digital Divide eine so der zentralen Begründungen, warum es wichtig ist, dass wir nicht nur in der Familie uns mit Medienerziehung, mit Medienbildung beschäftigen, sondern und vor allem auch in der Schule.